Okay, ich möchte da hinten aber auch noch hin. Da komme ich ganz bestimmt hier durch. Ja? Komm mal her. Das ist ein Rehorn. Das haben wir schon. Leuchtstein. Ach, komm schon. Na komm. Was soll's? Machen wir das hier mal fertig. Jetzt komme ich eh nicht mehr weg. Ach, verdammt. Ja, Geronimo, dazu gibt es leider zu wenig XP, dass es sich lohnen würde. Von daher. Hau ich hier jetzt einfach mal nebenbei so ein bisschen ab. Drei Kapseln, X Verteidigung. Ein Apollo. Okay. Katze, was habe ich darüber gesagt, dass wir nicht mit dem PC kuscheln? Nix, da liegt was. Okay, aber hier war ja. Ugh. Was ist denn da? Was zum. Was ist das da hinten? Schmalhorn. Und wenn er bedroht das Ziel mit einem spitzen Horn, diese Attacke trifft immer, okay. Oh. Und hinten war ein Sonnenfell. Oh, hoppala. Gladiantri, du gibst mir leider auch zu wenig XP. Es lohnt aber erstmal noch nicht gegen dich zu fighten. Ich weiß, eigentlich müsste ich, weil. Dann kannst du kriegst nichts ab. Weil wegen für Encounter und so. Kann schon die Zahlen hochtreiben, aber. Drei Hypertränke. Nee, schnell hoch hier. Keine Lust auf dich und auf das wieder unten eigentlich auch nicht. Aber das gibt schön viel XP, also eigentlich. Das brauche ich aber halt später nicht als Shiny, deswegen würde ich das auf jeden Fall. Also Levels, also zwei Stufen. Gott. Die zweite Stufe von Entwicklung brauche ich immer meistens nicht. So, noch ein Schnabel hinterher. Ihn sollte es besiegt sein. Sehr gut. Das hat bei Bingo echt nicht für ein Level-Up gereicht. Oh, noch so ein Stahlträgervieh.
Aber das Sonnenfell will ich haben. Dann gibt es da bestimmt auch Lunastein. Zwar wahrscheinlich dann nicht in beiden Editionen, das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein... Hey, ein Pokémon kriegst du hier, das andere kriegst du da. Wow. Solarstrahlen. Das absorbiert Licht. Alles klar. Macht halt einfach gar keinen Damage. Aber gut zu wissen, dass es Solarstrahl kann. Oh. Oh Mann. Also ich weiß, dass es relativ schwer ist, aber ich glaube nicht, dass sich der Schwerball lohnt. Das hier kann nur Kosmikkraft und Solarstrahl haben. Komm schon. Danke, geht. Ja. 023. Sonnenfilm. Sehr schön. Oh, ab in die Box. Da unten ist auch so ein Vieh. Panik gerade einfach darüber gelaufen. Ich brauche einen Äther. Waschnabel. Was ist das für ein Vieh? Sieht irgendwie strange aus. Oh, Luxusbälle. Encounter, komm, gib mir den. Nein. Ich möchte nochmal das Nierpferd haben. Damit ich es fangen kann. Das ist die Entwicklung von Bronze. Bronze haben wir aber auch schon. Zeig mal, was bist du denn bitte? Legios. Okay. Ein Legios, also. Gucken wir mal, was du bist. Oh. Anscheinend Kampf.
So, Legius haben wir gefangen. Jetzt mal was zu trinken kurz eingießen. Dann geht das sofort weiter. Einen Moment bitte. Der Blatt für Mingo, Vibrava und Kramor. Mingo 24. Tja, das ist doof gelaufen. Legios wurde ein Eintrag im Pokédex erstellt. Formations-Pokémon-Typ Kampf. Das kommt insgesamt wahrscheinlich 62 Kilo und dieses Pokémon besteht aus 5 Untergebenen und einem Anführer. Achso, der eine hat ein größeres Horn als die anderen, oder was? Na, die sehen ja alle gleich aus. Die Befehle des Anführers werden nie in Frage gestellt. Okay. Das heißt, hey, guck mal, wenn wir jetzt hier den Hang runterlaufen, dann sind wir an einem coolen Ort. Aber Chef, wenn wir da runterlaufen, sind wir tot. Diese Frage wird nicht gestellt. Ich finde die Idee witzig. Das Pokémon in der Umsetzung ist interessant. Sagen wir es mal so. Komm her, hier. Ausschließlich noch. Nein! Tafel. Na. Sony, komm hier. Guck mal her, ich mach dich mal fertig. Teleon, oh, Beflutung. Lol, okay. Das ist gar nicht schlecht. Einen Gegner zu einem Wassertypen machen und dann einfach noch das Elektro auf ein Elektro-Pokémon wechseln und es danach dann einfach wegfischen. Na. Toppeleber. Ach, komm schon. Blödes Bronzong. Ich möchte doch einfach nur ein Pokémon haben. Na komm her, möchte ich auch noch weg. Okay. Das hier wurde also nicht besiegt. Das ist ja interessant. Ich müsste der Pix erreichen. Schnabel. Bingo 25. Sehr gut. Gut, das hat sich jetzt dazwischen geschmuggelt.
Ups. Lass mich mal an. Das fließt durch diesen Balken so riesig von der Hitbox. Kommt aber mal schnell hier. Oh, Pion Scorer. Also, Pion Draghi, der Entwicklung davon. Oh, nicht funktioniert. Aber okay, das ist eine ist eine Käferattacke. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh, scheiße. Jetzt bin ich in den reingelaufen, weil ich da oben hingeguckt habe. Shit, wow. Keine Trainerin? Oh doch, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Keine Markierung für sie bekommen. Groldra? Aha. Okay. Das sieht irgendwie ein bisschen knuffig aus. Was ist das? Irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Oh, Wirbelwind. Jetzt bin ich mal gespannt. Solange es jetzt nicht unbedingt Kamerhubs ist, ist alles gut. Ah, okay. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, das ist ja ein Flug-Pokémon. Was heißt ich glaube? Ich weiß, dass es ein Flug-Pokémon ist, von daher. Haust du rein. Voll in den Hinterkopf gehauen. Ich würde gern Schnabel endlich mal austauschen, also Piekser. Gegen eine bessere Vogelattacke, aber im Hiem. Das ist 18 mittlerweile geworden. Oh, come on. Wow, ich konnte nicht abhauen. Echt jetzt ein blödes Mistvieh. Danke. So, hier, Mister. Komm mal her.
Togge de Markus, Kacke. Ja, keine Wirkung, danke. Stachelfinale. Gott, ich dachte jetzt schon, dass das für sich selber in die Luft springt. Ist ja ganz schön mies gewesen. Hey. Drei Leute kriegen Level up. Stromstoß. Eine Damage-Attacke, ne? Oh, ich weiß, was das da hinten ist. Ein Kingstein. Ich brauche nicht nochmal gegen euch kämpfen. Oh, lei. Ein paar davon sind schneller, ein paar sind langsamer anscheinend. Okay. Ich habe schon gesehen, dass ich hier an der Seite lang kann. Ich habe auch schon gesehen, dass hier so ein großes Pokémon mitten im Weg steht. Das heißt, das ist ein Kastellit. Na dann. So, komm aufs Christ Level Up. Was ist das? Komme ich da noch irgendwie hin? Ich muss doch da noch hinkommen, oder? Oh, wait, da hinten können wir noch hoch. Das hatte ich eben nicht gesehen, beziehungsweise bin ich nicht hochgegangen. Weil, warte mal, nicht stopfen, da komme ich. Holy shit! Mein Tierungssinn ist ja hier so richtig gut. Ja, da komme ich von hier aus gar nicht hin, ne? Na gut, okay. Oh, no. So, na, dann kommt mal her, ihr beiden. So. Ich hätte immer noch gerne einen Hippocermus, muss ich jetzt mal sagen. So. Ja,
Na los. Kalinara und Vibrava kriegen jeweils auch noch ein Level. Die Dwarven von Trevor. Ach ja. Oh, Lucario. Hallo, Kari, hätte ich auch gerne. Lucari ist nämlich irgendwie eins für mich eins der besten Kampf-Pokémon, die es gibt. Inteleon kriegt noch ein Level. Das war es immer noch nicht, ne? Ja, aber klar. Hetzinger, ach ja. Die Entwicklung von der Mauzi von hier. Das ist auch irgendwie immer noch komplett dumm. Dass das Mautzinger heißt, finde ich halt immer noch komplett komisch. Hoppla. Das war viel Damage. Also das ist komplett besiegt, ist gleich. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ah, es entwickelt sich schon perfekt. Ist gut, dass die Entwicklungen jetzt um Längen schneller gehen. Felsgrab, ja komm. Ja, das Pokémon ja eigentlich eh nicht benutzen, also von daher. So, achso, nee, warte mal, ich wollte erstmal gucken, ob das noch eine Weiterentwicklung hat, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Das war's. Ich nehme Geronimatz mit, weil das braucht nicht mehr so viel. Bis zum nächsten Level und ich glaube, dass es halt relativ dicht daran dann auch schon sich entwickeln wird. Oh. Feldbeschichtung. Ah, okay. Krass. So. Jetzt können wir in den ersten Eisbereich rein. Was ist das? Oh. Snowman. Aha. Ist ja ein Eis-Pokémon, da dürften Wasserattacken nicht so viel Schaden machen. Gut eingeschätzt, würde ich das mal nennen. Nicht. Eis ist ja auch nicht so gut auf. Dann machen wir es mal anders. So. Da ist ein Schnippke. Und da ist nochmal so ein kleines Vieh. Aua.
Bleib mal drinnen. Danke. Snom nom. Komischer Name. Eis und Käfer. Noch ein Baller, nein. Kein Spitznamen. Irgendwas wollte ich gerade machen, jetzt habe ich vergessen was. Ui, lasst mich mal in Ruhe, bitte. Sneeble, du bist echt schnell. Ein Schneebedeck, okay, das haben wir schon. Na komm her. Sternstücke, zwei Stück gleich. Was haben wir hier? Da haben wir nochmal so ein Snom-Nom. Und noch gerne mal wissen, was das für ein Vieh ist. Noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich auch neu. Ist auch nur ein Snom-Nom. Nein, lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Na dann. Gucken wir uns doch mal, was der Polizist Matthias hier so schön ist. Hat ein Arkani. Okay. Und da es hier bei Pikmin Sonne gibt, wird es hier wahrscheinlich keinen Arkani bzw. Dings geben. Fukano. Noch reicht jetzt. Ich weiß, dass Akani die Weiterentwicklung von Fukano ist. Und ich habe gesagt, dass es dadurch, dass es hier Vulpix gibt, Entschuldigung. So. Ich glaube, ich habe vorhin Fukano gesagt, ne? Sorry. Dadurch, dass es hier Whippix gibt, wird es hier kein Fukano geben. So. Oh Gott, kannst du mal aufhören, Brüller zu machen, du Mistvieh? Das ist ein schlechter Scherz. Boah, ist das nervig. Na gut, okay, dann kriegst du halt eine Bodenattacke ab. Ist genauso. Ach, das ist schon wieder Brüller, ey. Jetzt machst du ein Damage oder was? Ja, jetzt willst du mich doch verarschen. Kleines Mistvieh. Na. Ja. Oh. Wir brauchen doch zuerst. Was? Okay. Oh, Belektro. Das ist jetzt ja doof. Also ich würde Vibrava gerne behalten, nur das Problem ist. Genau das. Jetzt ist es wahrscheinlich down. No. Ja, das Schwert und Schild. Also Schwert. Sorry. Frage sollte man richtig lesen, bevor man sie beantwortet. Das Schwert. Jetzt für den anderen auch noch paralysiert. Das ja. Ich scherze, aber da vorne ist ja schon die Stadt. Das heißt, ich kann jetzt einfach hinlatschen.
Mit einer heißen Quelle in der Mitte. Also den Negercut oder was? Oh, warte. Was wäre das hier?